Hallo liebe Kinder, ich bin's, Jens, der Erklärbär, und nicht die billige Kopie von diesem Hector! Na gut, ja, ihr habt mich wahrscheinlich an meiner Stimme erkannt. Hallo, ich bin Jens der Christ. Und warum ich diese komische Verkleidung hier habe und was das alles soll, will ich euch später erklären. Aber zuerst möchte ich euch was anderes erzählen, was mir sehr am Herzen liegt und was auch sehr wichtig ist. Morgen ist ein Flashmob, es sind mehrere Flashmobs in ganz Deutschland geplant, christliche Flashmobs. Die sollen auf verfolgte Christen aufmerksam machen. Mehr Infos findest du bei Open Doors. Ich werde vielleicht auch hier in diesem Video irgendwie was verlinken oder so. Und ich habe vor, bei diesem Flashmob mitzumachen oder bei einem Flashmob, und zwar in Köln. Da werde ich dann, wenn alles klappt, morgen in Köln sein, auf der Domplatte, um 4 Uhr, also 16 Uhr, oder ein bisschen vorher werde ich wahrscheinlich schon da sein. Und ja, werde dann da den Flashmob filmen, wenn alles gut geht, und werde euch das dann hier auch, wenn alles gut geht, in diesem Kanal berichten. Warum sage ich, wenn alles gut geht? Ich weiß noch nicht so genau, wie ich da hinkomme. Das heißt, eigentlich weiß ich schon. Ich werde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dahin fahren. Und deswegen, wenn alles so gut geht, die Fahrt dauert von mir 2 Stunden. Ist ein bisschen lang. Und dann auch wieder 2 Stunden zurück. Naja. Und kostet mit dem NRW-Ticket, da ich alleine fahre zurzeit noch leider, 29 Euro, was jetzt auch nicht so wenig Geld ist. Allerdings, wenn man mehr als nur eine Person dahin fahren würde, könnte man das 5er-Ticket kaufen, also das ist das schöne Tagticket NRW, was ich dann da so habe, und das 5er-Ticket kostet nur 3 Euro mehr. Also wenn dann noch eine weitere Person dabei kommt, dann würde sich der Preis sehr reduzieren. Deswegen hoffe ich ja noch, dass mit mir noch irgendjemand dann da so hinfährt, hier, wo ich wohne. Naja, konnte aber bis jetzt noch keinen finden, leider. Schade. Mal gucken, vielleicht ändert sich das ja noch. Ja, das ist zum Morgen, und vielleicht werdet ihr dann, wenn alles gut läuft, in diesem Kanal noch irgendwie was über diesen Flashmob sehen. Aber ich möchte euch bitten, macht bei diesem Flashmob auch mit. Also, schaut euch an, wo ist ein Flashmob in eurer Nähe. Morgen deutschlandweite Aktionen geplant. Und macht doch mal mit. Wäre schön. So, das war das Wichtigste, was mir so am Herzen liegt. Und ich hoffe, ich kann noch rechtzeitig das Video hier hochladen. Wir haben nicht mitten in der Nacht. Ich muss gleich zur Arbeit gehen. Ich mache das jetzt vor der Arbeit. Ja, und jetzt irgendetwas zu meiner wunderschönen Verkleidung, apropos Stichwort Arbeit, die habe ich von meiner Arbeit, wo ich arbeite. Das ist der Werkhof in Haifa. Und da haben wir gerade eine Aktion gestern gestartet. Und gestern habe ich das hier gefunden und dachte, ach, das würde ja passen, da irgendwie kann ich mich verkleiden, da irgendwie so. Nämlich wir verkaufen gerade Fasching-Moden dann da irgendwie. Weil vielleicht irgendwann Karneval ist oder irgendwie so. Das ist gestern reingekommen. Wenn du Lust hast, komm ja mal beim Werke vorbei. Naja. Und warum habe ich diese komische Verkleidung? Das hat den Grund, du hast mich in diesem Kanal noch nicht mit dem Gesicht gesehen. Also mein Gesicht war noch nie zu sehen in irgendeinem Video. Und das hat auch einen Grund. Und den Grund, den hatte mal Quo erzählt, also dieser Sänger mit dieser Panda-Maske da. Nämlich bei ihm ist es so, dass er das macht, damit er nicht wiedererkannt wird. Also wenn er jetzt so unterwegs ist, dann möchte er nicht, dass er auf der Straße angesprochen wird. Kann ich gut verstehen, und genau das gleiche sind meine Beweggründe. Jetzt ist es zwar so, dass Quo ein bisschen bekannter ist als ich. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt so rumlaufen würde und ihr würdet mich jetzt hier sehen, würde mich keiner wahrscheinlich ansprechen und sagen, ah, hallo, du bist Jens der Christ oder irgendwie sowas halt, oder hallo Jens der Christ, ich will ein Kind von dir. Naja, okay, das wird dir eh nicht kommen. Oder hallo Jens der Christ, du Hurensohn oder irgendwie sowas.
Das würde wahrscheinlich ja kommen, weil wenn ich mal die Kommentare in YouTube anschaue, die gehen in die Richtung dann halt, ne? Aber weil ich halt nicht möchte, dass man mich wiedererkennt auf der Straße, ist nie mein Gesicht zu sehen gewesen. Und jetzt auch nicht, weil ich ja jetzt hier verkleidet bin. Also deswegen das Ganze. Vielleicht werde ich mit dieser Verkleidung oder mit einer anderen Verkleidung auch weitere Videos machen. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr es findet oder ob ich gar keine solche Videos machen soll, wo ich in Real Life quasi zu sehen bin, oder ob ich nur Animationen mache. Die Animationen sind übrigens auch entstanden daraus, dass ich halt nicht zu sehen sein will. Also eine Animation, so sehe ich nicht in Wirklichkeit aus. Sollte euch aber klar sein. Ja, sonst noch irgendetwas Wichtiges zu sagen? Ach so, ja, vielleicht noch irgendwas. Es gibt zurzeit viel Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil nächste Woche beginnt die Allianz Gebetswoche. Ich habe es eigentlich immer so gemacht, dass ich zu der Allianz Gebetswoche hier in diesem Kanal Videos mache, und da die Themen irgendwie aufarbeite. Das heißt, das muss ich dann auch noch machen. Dann, ich muss mal gucken, wann ich dazu komme, ob ich jetzt Sonntag dazu komme. Und das ist ja eine Woche und dann müsste ich quasi für jeden Wochentag da irgendwie ein Video machen. Das war schon letztes Jahr nicht so ganz gelaufen und davor war es eigentlich auch nicht so ganz gelaufen, dass ich es wirklich für jeden Tag geschafft habe. Da muss ich mal gucken, wie man das macht. Ihr könnt ja mal dafür beten, weil soweit ich weiß, ist Beten genau das Thema der Allianz Gebetswoche. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann, morgen habe ich da keine Zeit wahrscheinlich dazu, ein Video für den ersten Tag der Allianz Gebetswoche machen kann, wo ich die dann nochmal vorstellen kann. Vielleicht mache ich es am Sonntag, den Beginn der Allianz Gebetswoche, nach meinem Gottesdienst. Ich muss mal schauen. Wie gesagt, betet doch da, dass ich da die Zeit finde, da entsprechendes umzusetzen und auch, dass ich die einzelnen Themen vielleicht in einem Video irgendwie aufgreifen kann. Okay, ja, das soll es jetzt erstmal so gewesen sein und ich wünsche euch dann noch jetzt Gottes Segen. Hier, wenn ich den Ausknopf finde.